Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play The Wind Waker. Beim letzten Mal haben wir ein awesome Dungeon-Item gekriegt, und zwar den Greifhaken. Und den möchte ich euch gleich mal im Kampf präsentieren. Ich habe nämlich schon angedeutet, dass er im Kampf was drauf hat, und da müssen wir zum Glück nicht manuell zielen, sofern wir einen Gegner anvisiert haben. Ungefähr so. Zack. Na, kannst du? Komm schon, Link. Genau, können wir den Gegner nämlich auch Items klauen. Ich finde das ziemlich stylisch. Ah, ich mag Sachen zu klauen. Schon aus RPGs ist das immer so geil, Diebe zu haben. Aber, na komm her. Komm. Bams, voll zwischen die Augen. Aber wir können damit halt auch schneller nicht nur Geld kriegen, sondern eben auch andere Items finden. Nur so nebenbei. So, da drüben hat sich noch einer versteckt. Und, Moment, ich möchte das Ding eigentlich ganz gerne immer mal einsetzen. Zack, erst recht, weil wir dadurch auch solche Sachen kriegen können. Ich finde das extrem nützlich. Und wirklich viel Zeit kostet das auch nicht, ne? Jedenfalls durch das Besiegen dieser Gegner findet sich dort unten eine Truhe. Ha? Aber wie sollen wir zu dieser Truhe kommen? Weil wir sind hier ein bisschen hoch gelegen, und sich dort runterfallen zu lassen, könnte brutal enden. Was wir aber machen können, ist uns hier hinstellen und die Seile durchschneiden. Ungefähr so. Dann dort vorne noch. Wow. Oder es fällt schon runter. Alles klar. Denn wenn wir genau in der Mitte stehen bleiben, dann passt das optimal. Und wir können uns diese für, glaube ich, noch ein Glücksamulett, ne? Boah, ich bin so gut. Ich sag ja, ich habe die Dungeons im Kopf. Keine Sorge, Leute. Wenigstens hier. Genau, wie viel haben wir davon eigentlich schon? Würde mich nur mal interessieren. Bestimmt schon so 6 oder so. Schauen wir mal. 8 haben wir. Sehr schön. Passt. Aber ihr seht schon, da ist noch reichlich Platz drin. Aber gut, ich glaube, hier nach links und rechts ist nichts mehr, ne? Ne, hier sind wir fertig. Schauen wir mal kurz weiter. Ne, Moment. Ich vergesse mal, dass ich dann switchen muss. Im Erdgeschoss haben wir noch 2 Truhen vor uns. Dort haben wir noch 2 Truhen vor uns. Und oben ist nichts mehr. Alles klar. Alles klar. Übrigens, die Räume, die man übereinander sieht, sind natürlich auch überlappend. Aber ich denke mal, das hat man sich schon gedacht. So, das heißt, wir sind jetzt wieder im Eingangsraum, nur etwas höher. Und ich sehe schon, was wir machen müssen. Ich meine, da unten ist eh schon der Kreisel angezeigt. Was wir also machen dürfen, ist... Bams! Alle Seile einfach mal durchtrennen, denn wenn wir das tun, dann wird diese Plattform nicht hier oben gehalten in diesem Vogelkäfig, sondern ganz genau, wir landen hier unten, von wo wir hier lang weiter können. Momentchen, war hier nicht noch was? Ja, aber da kommen wir auch gerade hin, ne? Ne, Moment, das war da drüben dann. Aber passt schon, wir sollten die restlichen Truhen auch noch bekommen. So, dann gehen wir den Weg mal weiter. Haben wir im Moment keinen Schlüssel? Ich glaube, den brauchen wir auch so schnell nicht mehr, oder? Oder, ja, wahrscheinlich doch genau hier, ne? Nee, die Tür ist versperrt. Meine Hand passt nicht ganz durch. Was sollen wir also nur tun, um da durchzukommen? Ich würde mal sagen, wir... Momentchen. Warten hier mal kurz, denn hier dürfte eigentlich... Ah, da vorne war das. Okay, ich dachte, da war eine Plattform, aber nein. Wir können uns diesen Ding dort bedienen. Ich meine aber, dass wir uns nicht wegschmeißen müssen, sondern... Was wir nämlich machen müssen, schaut mal genau hin, wählen uns hier an. Und nicht nur, dass wir uns hin und her schwingen können, sondern betätigen wir damit auch noch einen Mechanismus. Genau. Aber ich habe keine Lust, rückwärts zu springen. Deswegen drehe ich mich mal um und schauke jetzt wieder zurück. Nur um ganz sicher zu gehen. Bin ich eigentlich hoch genug, oder knallt er jetzt volle Kanne gegen die Wand? Nee, das sollte er eigentlich gebacken kriegen. Na komm. Und zacka. Sauber. Sehr stylisch, Link. Sehr stylisch. So, nächster Raum. Ja, ich öffne irgendwie im Moment ziemlich oft die Karte. Aber so muss das halt. So, schauen wir mal. Ich möchte mich ranhängen. Aber der Winkel, in dem dieses Ding angebracht hat, ist etwas doof. Und ich glaube, dass wir erst sowieso da lang müssen, ne? Von daher, also wenn man immer noch nicht das gelernt hat mit der R-Taste, wäre das hier ganz schön fatal. Denn ich glaube, sonst kommen wir hier gar nicht weiter. Aber wenn man es eben kennt... Ja, was eben sowieso für das Spiel wichtig ist, dann geht das schon. Und zacka, komm. Wow, das war ganz schön knapp. Ich hätte gern ein Herz. Nee, ich hätte gern ein Herz. Danke. Den linken Krug mag ich mehr. Links ist besser. So. Okay, noch mehr davon. Ihr seht schon, an manchen Stellen könnte man sagen, es ist zu viel, aber ich stehe einfach auf das Ding. Ich könnte das die ganze Zeit hier verwenden. Yeah. Und das machen wir ja eh. Von daher passt das schon. Der Raum ist auch recht interessant, denn ihr seht schon, dort ist eine brennende Schatztruhe. Wenn wir uns hier aufstellen, um diese Schatztruhe zu holen, ne, was passiert natürlich? Das Feuer geht aus, Jackpot. Aber, wenn wir runtergehen, genau, fängt das nämlich wieder an zu brennen. Was wir also machen müssen, ist eins von diesen Viechern verwenden. Na komm, mach mal deine Augen auf. Zack. Wenn wir das nämlich machen... Oh, Moment, immer noch nicht. War das nicht so? Komm mal her. Ach, gar nicht, mit dem Schwert musste ich das machen, ne? Komm her. Genau, wenn wir sie zwischen die Augen treffen... Dann rollen sie sich zusammen, wie diese Kellerasseln oder wie die Viecher heißen. Wenn wir die dann darauf legen, genau betätigt der nämlich den Schalter für uns. Und wir können diese Truhe öffnen. Yeah! Da-da-da-da!
Und damit hätten wir den großen Schlüssel. Das passt, da ist ein schickes Auge drauf. Ich muss sagen, ich fand das so scheiße, wie das in Skyward Sword ist mit den großen Schlüsseln, dass man den dann immer selber reindrehen muss, weil ich hasse Motion-Steuerung. Aber persönliche Sache halt, persönliche Sache. Nun denn auf jeden Fall, wir haben den großen Schlüssel und den brauchen wir, um den letzten Raum in der Dungeon zu untersuchen. Du, komm mal her. Achso, habe ich zu früh wieder eingezogen, oder? Ah, dann nicht, dann nicht. Dann würde ich mal sagen, springen wir den Weg wieder zurück. Ungefähr so. Sauber, war zwar ein bisschen knapp, aber sauber. Und auch wieder hierhin. Na, willst du noch was von mir, Fledermaus? Fledermäuschen. Habe ich ihn gerade mit dem Greifhaken gekillt? Coole Sache. Hatte ich nicht mehr gewusst. Übrigens, auch wenn Rubine am Boden liegen, glaube ich, kann man sie auch mit dem Greifhaken greifen. Das Problem ist, dass der Greifhaken immer etwas nach oben zielt, ne? Nicht wirklich nach unten. So drehen, bisschen nach oben und dann sollte das klappen. Aber ich spiele gerne mit dem Greifhaken, also ist für mich das meistgenutzte Item wahrscheinlich im Spiel. Zacka, sauber. So, jetzt sind wir wieder im großen Raum, erneut. Und ich glaube, hier fehlt uns noch eine Truhe, ne? Ja, da vorne. Dazu kommen wir gleich, aber erstmal geht die mal bitte weg. Dankeschön. Ich überlege nämlich gerade, wie ich dorthin gehe. Okay, Leute. Nach einem kleinen Schnitt, wo ich auch einmal kurz ein bisschen gefällt bin, weil ich was versucht habe, geht es auch wieder weiter. Denn außerdem wollte ich mir kurz mein Trink hineingießen. Und man hat halt hier, anders als in RPG, nicht wirklich die Gelegenheiten, schöne Schnitte zu machen. Von daher muss ich hin und wieder das halt manuell machen. Aber, naja. Ja, ich meine, ich mache die Schnitte eh manuell, aber ich meine, ich muss die Stellen halt extra, ja, dass es halt offensichtlich ist, ne? Und nicht wie wenn ich nur einen Kampf rausschneide. Jedenfalls gibt es ja noch eine Schatztruhe, die ich gerne hätte und ich bin am überlegen, wie wir sie am besten holen. War das hier auf dieser Höhe oder war das, Moment, lass mal sehen, ne, wir sind jetzt zu hoch, ne? Dort, ah, gut, da wollte ich hin, da wollte ich hin. Aber das Timing ist so beschissen, sage ich mal. Ich will nur ein bisschen Zeit sparen, deswegen wollte ich da gerne hin. Ich habe eine Idee. Moment, schießen wir uns mal hoch, genau. Ich glaube, wenn ich jetzt genau hier warte, sobald das absackt, muss ich sofort nach oben. Komm schon. Klappt das? Ah, ich bin zu früh gesprungen, ich bin zu früh gesprungen, ich bin zu früh gesprungen. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Ich möchte nämlich genau auf diese Plattform. Ich gucke nur, gibt es wirklich keinen anderen Weg? Bin ich echt so bedeppert? Ich würde dort... Geht mal weg. Geht mal weg. Dankeschön. Ich könnte wahrscheinlich mich auch irgendwie auf einen langen Weg dorthin bewegen, aber das will ich nicht unbedingt. Ich möchte das schnell machen. Gut, wenn es jetzt nicht klappt, dann werde ich es wahrscheinlich, indem ich einfach Speicher ausmache und dann nochmal zu Fuß hinlatsche, machen, aber schauen wir mal, ob ich es jetzt gebacken kriege. Komm! Gut, wir sind schon mal oben. Diesmal etwas langsamer. Etwas langsamer. Ah, gut. Gut, 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 gut. Das hat schon mal gepasst. Und jetzt müsste das doch dort vorne sein, wenn ich jetzt das Ganze richtig gesehen habe, oder? Oder bin ich jetzt in die falsche Richtung gegangen? Ah, ich weiß nicht, irgendwie... Doch, 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 doch. Das passt, das passt, das passt. Und jetzt nehme ich den ganzen Weg hier lang zurück. Genau, jetzt hoch hier. Komm schon, Link. Bisschen großer, Junge. Sauber. Bloß nicht nochmal runterfallen in die Lava. Und ich sage, ja, hätte ich einfach speichern und ausgemacht, wäre das wahrscheinlich schneller gegangen. Aber ist ja auch egal. So, in diesem Raum habe ich nämlich eine Truhe noch liegen lassen, wie es scheint. Da hätten wir nämlich vorher nicht hinkommen können. Aber das können wir ja jetzt, ne? Und ich... Ja, nein, 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 nein. Nicht werfen, nicht werfen, nicht werfen. Nicht, 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 nicht. Genau, ich möchte die anvisieren und zack. Genau, klauen wir dir noch ein bisschen... Klauen wir dem Schleim noch ein bisschen Schleim. Du hast es drauf, Link. Weil wir können die Sachen halt sammeln, um uns später Heiltränke zu machen. Warum denn nicht? Und Rubine, die ich nicht brauche. Yay. Oh, wie nah muss ich denn da bitte ran? Ach so. Ach so, okay, ich habe nichts gesagt. So, das ist eine interessante Stelle, denn dahinter ist sofort die Wand kaputt. Aber, ne, nicht kaputt, sondern da ist dieses Hölzchen davor. Aber wir können auch einfach... Genau. Und holen uns die letzte Truhe. Ne, gar nicht, zwei gibt's ja noch. Und wir holen uns noch eine Schatzkarte. Yay. Das passt auf jeden Fall. Okay. Ja, ja, wissen wir eh. Und jedes Mal diese Erklärung, ich weiß, aber wir können sie leider nicht verbergen oder so. Bisschen schade, ich weiß, aber so schlimm ist es ja nicht. Bei Maxim habt ihr auch nichts gesagt, dass er jedes Mal gemacht hat, wenn er eine Truhe aufgehoben hat. Von da, naja, eine Truhe geöffnet hat, sind wir mal ehrlich. Aber gut. Ich würde sagen, ich mache hier tatsächlich einen Schnitt und beim nächsten Mal...
da schauen wir mal, was tatsächlich im Raum unter Valu abgeht. Ha? Aber werden wir in der Lage sein, ihm zu helfen? Und wen auch immer da, der ihn ärgert und seinen Schwanz da irgendwie misshandelt, ja, ein bisschen zurechtzustutzen. Na, das sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.